Quizduell, das härteste Quiz Deutschlands. Nirgendwo hast du mehr Gegner. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jörg Pilawa. Willkommen, grüße Sie recht herzlich. Es ist ein besonderer Tag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Spielen Sie gerne mit. Heute am Weltfrauentag. Ganz toll, dass Sie mit dabei sind. 1911 sind die Frauen das erste Mal auf die Straße gegangen, haben für mehr Rechte natürlich demonstriert. 1918 kam dann tatsächlich auch das Wahlrecht endlich in Deutschland an. Und heute haben Sie auch die Wahl mitzuspielen. Und ich kann Ihnen sagen, bei der Gewinnermittlung ist es völlig egal, ob Sie ein Mann, Frau, Kind oder was auch immer sind. Es gewinnen alle gleich viel, wenn denn Team Deutschland gewinnt. Aber das wird heute schwer, weil wir haben zwei großartige Schauspielerinnen, die dem natürlich entgegenarbeiten werden. Herzlich willkommen in beiden Schauspielerinnen. Schön, dass ihr da seid. Hier sind Maren Kreumann und Merit Becker. Merit, Weltfrauentag, hat das eine Bedeutung für dich? Ja. Man muss da gut drüber nachdenken. Nicht zu schnell. Ja, es war die richtige Antwort, oder? Direkt. Ja, es war die richtige Einloggen. Gut. Ja, ich habe Maren heute Morgen schon gesehen bei den Kollegen vom Morgenmagazin. Da saß du auch schon auf dem Sofa. Also ein ganz, ganz langer Arbeitstag heute. Ja, für die ARD gebe ich doch alles. Boah, du Streber. Heute Abend sehen wir Maren Kreumann noch mal, darüber sprechen wir gleich. Wir stellen erstmal die Teamkapitänin für Deutschland vor. Normalerweise müsste sie jetzt wahrscheinlich in ihrem Restaurant arbeiten, deshalb wahrscheinlich ganz entspannt hier zu sitzen. Sie kommt aus Tuttlingen, ist 43 Jahre alt, also Baden-Württemberg vertreten durch Silke de Amico. Guten Abend, Silke. So. Und für Sie zu Hause mitspielen, mitspielen, sage ich immer wieder, es lohnt sich. Mittlerweile haben wir schon fast 600.000 Menschen, die die App runtergeladen haben und Sie können von überall mitspielen. Also ARD Quiz-App runterladen, mitspielen und vielleicht mitgewinnen. Wir fangen erstmal an. Ihr dürft zunächst die Kategorien auswählen. Drei Stück, wie immer, zur Auswahl. Und zwar Sport und Freizeit, Medien und Unterhaltung und Mode. Das kann ich aber auch nicht, aber nehmen das. Ich würde auch sagen, oder? Das ist auch nicht schlecht, aber ich würde das. Wer nimmt Medien und Unterhaltung? Ja. Überraschenderweise. Ganz wahnsinnig abgefahren. Ja, Mode wäre, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Was war das dritte? Sport und Freizeit, glaube ich. Wäre auch eine Möglichkeit. Nein, wir nehmen jetzt Medien. Medien. Gut. Medienunterhaltung wird jetzt draußen gespielt. Ich erkläre es noch mal ganz kurz. Jetzt laufen da die Fragen. Wenn die drin sind, spielen wir dann hier. Und im Hintergrund sehen Sie die Menschen auf so Handys gucken bei uns im Publikum. Die spielen jetzt hier auch, weil die spielen nämlich für euch. Wie die alle sitzen. Ja, ist so süß, ist total süß. Ist wie in der U-Bahn morgens. So. Ja. Und dann könnt ihr, wenn ihr mal eine Frage nicht wissen solltet, auf den Buzzer hauen und dann wird das sehr Ergebnis gut von dem Publikum genommen. Beruhigt mich sehr. Erste Frage lautet heute. Kann man auch ablenken, oder? Wovon ist bei Preisverleihung häufig die Rede? Ich muss mir eine Brille aufsetzen. Amselsoufflé, Drosselgratin, Finkquiche oder Starauflauf? Super Fragen aber. Ja. Ihr seid doof. Wir fangen mal ganz rein. Wir fangen mal leicht an. Ich bin. Finkquiche. So. Silke, machen wir ganz schnell, ne? Ja, der Star-Auflauf. Super, nehmen 95,7% der Mitspieler auch. Ihr habt auch genommen. Finkquiche ist so schön. Wer hat Finkquiche hier genommen? Ich war dafür auf jeden Fall. Du hast das genommen. Nein, du hast du nicht genommen. Nein, gut. Nein, nicht. Nicht, bevor du mich ansprichst. Ja, gut. Also, Star-Auflauf ist natürlich richtig, klar. Gut, 500 Euro werden aufgeteilt. Wir sind schon mal sehr gut. Schon mal gut. Also, gut. Frage Nummer zwei lautet, wie nennt sich Schlagerlegende Wolfgang Petri für sein jüngstes Musikprojekt? The Wolf Gang, Pete Wolf, Wolves of Petri oder Wolf Petersen? Ich bin jetzt mal Peter und der Wolf. Bauchgefühl, oder? Guck, machen wir Bauchgefühl. Bitte, was los? Ich bin irgendwie traurig.
Vielleicht war es ja gar nicht so falsch, aber man weiß es noch nicht. Wir gucken erst einmal auf das, was Silke genommen hat. Ich merke schon, Wolfgang Petri ist nicht so deine Musikrichtung. Ich muss gestehen, nein. Ich hoffe, er ist mir da nicht böse. Nein. Ich werde jetzt einfach mal abwarten, was mein Team so von sich gibt. Du hast nämlich The Wolfgang genommen. The Wolfgang, oh, das ist auch... Muss ich sagen, Team Deutschland ist sich hier auch überhaupt nicht sicher. Da sind alle Ergebnisse zwischen 20,6 und 35%. Das heißt, die wissen es auch nicht. Mehrheitlich hat Team Deutschland Pete Wolf genommen. Pete Wolf, ich war auch dafür. Ach, ihr wart auch dafür? Oh, das dürft ihr nicht verraten. Jetzt wirklich? Wir hauen uns selber rein. Nee, habt ihr doch nicht. Aber sie hat doch schon... Ich hab sie kann sich jetzt umentscheiden, weil Team Deutschland. Ach, wir dürfen nichts sagen. Wir haben nichts gesagt. Oh Gott, ich hab nichts gesagt. Also ich darf jetzt... Das könnte aber auch... Wolf Petersen. Wolf Petersen, also. Was machst du? Dann gehe ich mal mit Team Deutschland. Okay, dann lock es ein. Pete Wolf. Das habt ihr auch genommen. Mhm. Bauchgefühl. Von Merit. Ja, ich fand es am coolsten. Ja. Also das fand ich am humorvollsten, Pete Wolf. Pete Wolf ist wirklich ziemlich witzig, ne? Cool. Ja, ja. Also er hat tatsächlich die Freundschaftsbänder irgendwann abgelegt, war dann eine Zeit lang abgetaucht, kam dann komplett neu gestylt, auch nicht mehr mit langen Zottelhaaren, sondern mit kahlem Kopfe zurück. Happy Man erschien im Oktober 2017 und er nennt sich Pete Wolf. Jawohl! Yes. Hey. Super! Und letzte Frage, Medien und Unterhaltung, lautet: Judy Garland, Kinderstar aus der Zauberer von Oz, ist die Mutter von Cher, Barbara Streisand, Liza Minnelli oder Diane Keaton? Sagen nie wieder was. Das war kein Bauch, das ist Wissen. Und ihr sagt jetzt nichts gleich, ne? Nee, bis ihr dran seid. Ich sag nie wieder was, bevor du mich nicht fragst. Das ist ein schönes Gefühl. So, Silke, was meinst du? Ich habe jetzt mir Barbara Streisand ausgesucht. Ja, du bist damit nicht allein. Das haben auch 14,6% derer genommen, die mitspielen. Das ist natürlich mal viel. Mehr haben sich für Liza Minnelli entschieden, 47,7%. Sagen Sie, haben Sie unser Abstimmungsgespräch runtergeschmissen? Ich hoffe, Sie sind sehr gut versichert. Geht noch? Das ist beruhigend. Okay, gehst du mit Team Deutschland? Ich gehe noch mal mit Team Deutschland. Hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Ja. Man muss ja auch mal... Okay, ihr werdet dazu jetzt etwas sagen dürfen und tut es auch. Liza Minnelli. Ist es. Ich finde diese kurzen Antworten auch sehr schön. Ja, selbst ich raus, also ich weiß es wenn einfach. Wenn man es weiß. Ist definitiv. Wenn man es weiß, kann man es auch sagen. Das stimmt. Da habt ihr sie hat es auch in New York und New York quasi mit ihrem letzten Auftritt, wo sie den Song singt, spielt sie letztlich Liza Minnelli. Guck mal, aber das sind doch jetzt mal Informationen. Das ist eine Antwort. Der Look toll. Ist komplett Liza Minnelli. Gut. Quatsch, Judy Garland, Entschuldigung, jetzt komm ich schon durcheinander mit der Tochter. Nein. Sie sieht aber eigentlich aus wie ihr Vater. So, jetzt geht's. Ich kann jetzt sehr Vincent Minnelli. Ich finde das super. Jetzt kommt der ganze Weg. Komm. Hollywood ist so meine Tasse Tee. Ja. Mach ruhig weiter. Echt? Ja. Naja, Kabarett hat sie gesungen. Ich habe sie live gesehen. Ich habe meine Mutter gefragt, soll man aufstehen, wenn sie kommt schon? Oder steht man am Schluss auf? Meine Mutter hat gesagt, nee, am Schluss rein. Als sie reinkam, standen alle und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Aber du bist dann auch auf Besitz gegeben, weil Mama gesagt hat. Dann habe ich nochmal wieder hingesetzt und als sie dann, und dann, wenn man nicht damit rechnet, dann singt sie Kabarett und dann heult man wie, es ist ganz schlimm. Die ist wirklich toll. Ist ja wirklich? Also, ja, ganz dicht am Wasser gebaut und sie ist großartig. Wo war das? Im Friedrichstadtpalast. Ach. Schön. Die Karte hat mir Ben geschickt. Ich weiß es gar nicht, wie ich zu so weltlichen Dingen zurückkommen kann, indem ich sage, das, was ihr gesagt habt, ist alles richtig. Aber? Dafür gibt es auch noch 500 Euro. Nein, ist gut. Es stimmt. So. Liza Minnelli. Und wie gesagt, ich habe gesagt, es sind heute so Festtage. Die Maren Kräumann Festtage in der ARD. Morgenmagazin, jetzt bist du denn heute 23 Uhr. Sehen wir Kräumann. Wir gucken mal rein. Oh, es geht mir schon so viel besser. Naja, ihr Svadhisthana Chakra im Unterbauch sagt mir aber was ganz anderes. Wahrscheinlich wegen dem indischen Essen gestern Abend. In ihrem Alter blockieren die Chakren schneller, als sie Wiedergeburt sagen können. Chakra-Blockade, Arthrose, grauer Star. Ich glaube, in meinem Alter kriegt man sowieso irgendwie alles. Also,
Außer einer ordentlichen Rente natürlich. Tja, Rente mit 120 werden wir wohl noch miterleben. Meine Mutter konnte es sich leisten, mit 50 aufzuhören. Ach, wie schön. Lotto gewinnen? Gestorben. Oh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Schön böse. Ja. Ich habe noch ein paar Ausschnitte gesehen, das ist teilweise schön böse. Das ist gut. Ja, soll böse sein. Ja. Nur böse ist wirklich lustig, finde ich ja. Das ist eine schöne Formulierung. Nur böse, stimmt das, Merit? Nur böse ist witzig. Ja, ist so, ne? Also, das Fallen ist das Lustige. Die Kunst des Fallens. Und das ist böse. Das stimmt. Gut, gucken wir heute Abend 23 Uhr. Denken wir noch drüber nach weiter, Merit. Ich habe es dezent überspielt jetzt. Wer hat ja dazu... Das war ein heißer Auftritt heute. Also, komm. Zweiter Durchgang, drei Kategorien. Bitte, Team Deutschland, wählt die Kategorien. Glaube und Religion draußen im Grün und die 90er. Das ist toll, Silke. Silke nimmt Glaube und Religion. Ja, draußen im Grün nehmen alle. Das stimmt. Aber ja, das ist so eine Kategorie, die wird eigentlich leider viel zu selten genommen. Ich finde sie aber interessanter. Weil die Menschen auch Angst haben bei Glaube und Religion. Da denke ich, das müsste man wissen. Es wird draußen im Grün. Überraschung. Bist du überhaupt draußen im Grün oder nur im Laden? Also ich bin immer sehr gerne draußen im Grün, wenn ich denn mal rausgelassen werde, sozusagen. Erzähl ganz kurz, was für ein Restaurant ist das? Wie heißt das? Das ist jetzt wie heißt es? Osteria. Und wo liegt es? Osteria Radstube in Tuttlingen. Das ist ganz im Süden von Deutschland, schon fast am Bodensee. Und ich habe auch gehört, es waren schon richtig Prominente bei euch, die gespeist haben. Ja, so ab und zu. Wer war denn schon da? Der Thomas Gottschalk war mal bei uns und der Sido war mal bei uns. Gibt denn der Gottschalk vernünftiges Trinkgeld? Der war eingeladen. Da kann er doch trotzdem Trinkgeld geben. Gut, wir spielen mal die nächste Frage draußen im Grünen. Die erste lautet, eine Jakobsmuschel hat lange Haare, blaue Augen, schiefe Zähne oder rote Lippen? So, da bin ich erstmal gespannt. Gibt es bei euch auch mal Jakobsmuscheln? Nein, nur Venusmuscheln oder Miesmuscheln, Jakobsmuscheln gibt's eher nicht. Nee. Gut, du hast dich entschieden für rote Lippen. Ja. Okay. Team Deutschland mehrheitlich auch mit 37,9%. Große ihr Mehrheit, auch. Ne? Ist das so? Seid ihr euch da wirklich sicher? Ja. Ich möchte einfach schlicht sagen, ja. Ja. Also, ja. Mhm. Obwohl, lange Haare könnte auch. Die haben so Fusseln dran manchmal, aber ich glaube nicht. Tiefe Zähne. Ich weiß nicht, ob man diese Muschel als Zähne bezeichnen würde, aber so eine rote Lippe hat sie auf jeden Fall. Also, es sieht aus wie eine Lippe und ist so ein rotes. Aber eigentlich eher orange. Eigentlich eher Lachs, oder? Die Gastronomie also so ganz rot, würde ich jetzt auch nicht sagen. Nee. Rötlich. Das Einzige, was ihr alle komplett ausschließt, sind blaue Augen. Ne? Also, blaue Augen. Ich habe ich noch nie gesehen. Ich esse die öfter und ich sehe das nie. Wer hat blaue Augen genommen? Ich suche mal. Doch, haben ein paar blaue Augen genommen. Wir haben mal ein Foto von der Jakobsmuschel. Jetzt kommen blaue Augen? Nee, Alter. Nein. Die Jakobsmuschel hat bis zu 100 kleine punktförmige Augen, an denen Ränder ihrer Schale, mit denen sie Feinde tatsächlich erspähen können. Das sind tatsächlich Augen einer Jakobsmuschel am Rande. Das hat kaum einer genommen. Die paar Glückwunsch, die ich dir richtig gemacht habe. Ist irre, ne? Man sieht ja normalerweise auch immer nur das Innere. Aber ich esse die. Ja. Also ich sehe die auch in der. Ja. Also ich bin in Frankreich viel und da sind die echt und lebend und die habe ich noch nie angeguckt. Machen immer die Augen zu. Die haben die Augen zu, ja. Da kommt, die immer so. Genau, wenn ich nichts sehe, sieht sie mich auch nicht. So. Okay, nee, wusste es auch nicht. Finde ich toll. Irre, ne? Haben auch von Team Deutschland nur, ich glaube, 11% genommen. Also das war eine richtig schwere Frage. Draußen im Grünen die zweite. Sie lautet, was kann man sich zu Hause auf die Fensterbank stellen? Eine Scheinrose, eine Groschenblume, Gelbblaum oder eine Münzpalme? Das geht, ne? Ja, kann man machen. Wobei, wenn ich mir die beiden Damen so anschaue, die sind sich nicht so richtig sicher.
Nee. Echt, also theoretisch kann man sich das alles auf die Fensterbank stellen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn es es gibt. Das kann man ja basteln. Ja, das stimmt. Ist doch gar kein Problem. Ja, aber ja. Das stimmt. Gut. Also ich verspreche euch, wenn eure Antwort nicht die von mir präferierte richtige Antwort ist und ihr was anderes genommen habt, dank deiner Antwort würde ich es trotzdem richtig geben. Das, kann ich das schriftlich haben? Ja, du kannst mir glauben, ich habe blaue Augen. Super da. Was hast du genommen? Den Geldbaum. Ja. Wir haben sogar zur Eröffnung einmal so einen bekommen von einem ganz lieben Gast. Und er hat uns gesagt, wenn man diese Pflanze in seinem Zimmer hat, dann hätte man immer Geld. Gut. Team Deutschland glaubt das auch. 57%. Und ihr auch. Bin ich froh, dass... Ich habe das Wort halt schon mal gehört, aber ich habe das noch nie gesehen. Ja. Aber ich habe das Wort schon mal gehört. Gut. Der Geldbaum, der stammt aus Südafrika und ist ein Dickblattgewächs. Manche sagen dazu auch Pfennigbaum oder deutsche Eiche. Und man bekommt tatsächlich auf der Fensterbank mit dem Geldbaum genauso viel Zinsen wie auf einer Bank. Also, das passt. Geldbaum ist richtig, jawohl. Schön. Die nächste und letzte Frage draußen im Grünen, die da heißt, welches Tier wird meistens in der sogenannten Weiselwiege aufgezogen? Der Eisbär, die Bienenkönigin, der Steinadler oder der Löwe? Das ist ja ganz Körperquissen bei euch beiden. Das ist süß. So, Silke, sag was. Ich würde sagen, die Bienenkönigin scheint mir am plausibelsten, dass die in ihrem Stock in einer Wiege da gehätschelt und getätschelt wird. Mm. Löwe, Steinadler, Eisbär. Nö, ich bleib bei Team der Deutschland meint das auch mit 53,9%. Ihr meint das nicht? Nee. Also ich fand halt, dass eine Bienenkönigin in einem Bienenstock irgendwie so, aber ich wusste nicht, dass, aber das mit der Wiege fiel mir jetzt bei Biene Maja, glaube ich, da war dann doch sowas. So, so ein Karo wie bei euch, die Lichter, und dann liegt er. Ja, liegt er da. Ich glaube doch. Ich dachte halt, der Adler, oder? Wir dachten halt, der Adler, der ist so eine Wiege. Ich finde auch die Vorstellung schön. Ich hätte das schön gemacht. Aber es ist leider nicht richtig, sondern die Königin der Honigbienen, die nennt man auch Weisel tatsächlich, manchmal in der Imkersprache. Und die Weiselwiege ist ein Begriff der Biologie und Imkerei. Und die Bienenkönigin ist die richtige Antwort. Es tut mir leid an dieser Stelle. Aber 1000 Euro nochmal für Team Deutschland. Und damit haben wir folgenden Kontostand. 3000 Euro sind es bei Team Deutschland und 2000 bei Merit und bei Maren. Und ihr, sucht bitte wieder aus. Wir hätten für euch noch mal drei Kategorien. Bücher und Wörter, Kunst und Kultur und Kinofilm. Ist ja fies, wollt ihr alle drei am liebsten, ne? Das ist echt gar nicht so einfach. Nee. Ah, ich sehe schon, Maren würde gerne Bücher und Wörter. Merit würde ganz gerne Kinofilme. Und das geht schon. Wenn du sicher bist, dann machen wir das. Oh Gott, jetzt die ganze Verantwortung losrufen. Nein, okay. Oh, das war mutig. Ja. Kinofilme? Nee. Ich meine, als Gastronomin, du kommst ja gar nicht ins Kino. Welche. Ja, aber nicht, wahrscheinlich ja. Nicht die Der letzte Film, in dem ich mit meinem Mann war Maria, ihm schmeckt's nicht. Das ist nett. Da habe ich mitgespielt. Ja, ja. Frau Marzipane. Ja. Wann war das? Oh Gott, wann war das? Ungefähr vor 3-4 Jahren. 5 Jahren? Vielleicht ein bisschen mehr? Ja, ich glaube, 5 Jahre. Ich würde sagen, fast, ja, 5 würde ich so. Ja? Ja. Gut. Ja. Erste Frage Kinofilme lautet für euch alle. Diamonds are a girl's best friend, singt Marilyn Monroe in Liebling, ich werde jünger. Manche mögen es heiß, Blondine bevorzugt oder das verflixte 7. Jahr. Wow. Das wird jetzt spannend, weil es nämlich komplett unterschiedliche Antworten zwischen Team Deutschland und zwischen Silke gibt. Oh nein. Silke sagt... Ach, nee, stimmt gar nicht. Was rede ich denn hier? Ich habe das falsch gesehen. Du sagst, manche mögen es heiß. Ja. Sagt Team Deutschland auch mit 55,2%. Dann sind wir alle zufrieden. Ich weiß nicht, ob ihr lange zufrieden seid, denn was habt ihr genommen?
Blondine Bevorzugt. Ich bin Marilyn Monroe Fan. Oh. Ihr kennt mich alle mal. Ist richtig. Von 1953. Marilyn Monroe als Lorelei. So, das ist eine schöne Frage. Mit Jane Russell zusammen. Ich kann es auch auswendig. Ehrlich? Natürlich. Aber ich mach's nicht. Warum nicht? Was? Mach doch mal ein bisschen. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat. Or help you at the automat. Man, grow old as girls grow old. And we all change our times in the end. Sorry, that's so square cut. Oh, precious things. What's worth is precious. Diamonds are a girl's best friend. Wow! Hammer! Ja, ihr könnt ja auch beide singen, das ist natürlich, ach, super. Man könnte gleich mal sagen, du bist ja und auch sie jetzt... ist auch blond. Ja, ich bin auch blond. Jane Russell ist ja dunkel. Ja. Ja, passt eigentlich. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass du auch morgen, oder am Wochenende zu hören bist, ne? Ja, stimmt. Ich bin in Landsberg und in Taufkirchen auf Tour. Auf Tour. Was singst du denn da? Meine Musik. Das Programm heißt Le Grand Ordinaire und handelt im weitesten Sinne vom, geht es ums Thema Zirkus. Handelt so vom Reisen und weg wollen. Man hat ja lustigerweise bei Zirkus immer so, die möchte jeder so mitreisen und immer alle finden das schön und romantisch, aber wenn es darum geht, dass Menschen kommen, machen sie immer alle zu. Und das finde ich interessant. So, und ich gehe, das ist ein spannendes Thema. Also, das war schön. Ihr führt jetzt plötzlich mit 4.000 Euro, Team Deutschland 3.000 Euro und wir spielen die zweite Frage, Kinofilme. Die lautet... Von wem handelt der Film Die Verlegerin, der gerade in den Kinos läuft? Von Friede Springer, von Catherine Graham, von Alice Schwarzer oder von Anne Burda? So. Gleich kann ich mal richtig auf dicke Hose machen, weil normalerweise bei Kinofragen wissen Sie, hat Pilawa keine Ahnung. Der letzte Film, den er gesehen hat, war eigentlich immer Schweigen der Lämmer. Aber ich war gestern im Kino mit meinem Sohn und habe Die Verlegerin geguckt. Und so, erzähl mal, was hast du genommen, Silke? Anne Burda. Gut. Eine tolle Frau. Hätte auch einen Film verdient. Gab's, glaube ich. Ja. Team Deutschland sagt mit 40,2% Catherine Graham. Ja, dann gehe ich mal mit Team Deutschland. Ja, okay. Oder bitte? Vielleicht auch nicht. Mir sagt oder nicht. Interessant jetzt. Nein, ich entscheide mich jetzt für die Frau Springer. Okay, für Frau Springer. Ich darf ja auch was ganz anderes. Du darfst was ganz anderes, kannst auch Frau Springer nehmen. Hm. Das ist schwierig. Mit dir würde ich gerne mal pokern, das ist gut. Oder du nimmst das, was Team Deutschland nimmt. Oder du nimmst das bei dem, was du hast. Ich meine, ich habe hier gerade so kleine Schwingungen aufgenommen. Du hast Schwingungen aufgenommen? Mhm. Oh, ja, hier ist Elektrosmog. Du darfst also nur, um das zu den Spielregeln, du darfst nur das nehmen, was Team Deutschland hat oder was du hast. Ach so, okay. Ja. Dann muss ich ja das nehmen, was Team Deutschland hat. Oder du bleibst bei deiner Antwort. Nee. Nein, okay. In dem Fall nicht. Gut. So, was habt ihr genommen? Catherine Graham. Ja. Toll gespielt, wobei Meryl Streep könnte auch Ali Schwarzer spielen. Also da sind wir uns alle einig. Ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall richtig. Jawohl, Catherine Graham. Gott sei Dank. Gut. Alles klar, 4.000 Euro, 5.000 Euro. Letzte Frage, Kinofilme. Lautet, im Kinofilm Der Schuh des Manitou spielt Guy Dumont die Rolle des Rangers Santa Moritz, Saloonbesitzers Santa Pauli, Schurken Santa Maria oder Sheriff Santa Peter Ording. Ist lustig. Aber super Fragen. Ja. Gut, den hast du gesehen.
Den habe ich mal gesehen, ja. Gut, du nimmst den Schurken. Santa Maria nimmt Team Deutschland auch. Habt ihr auch genommen, machen wir ganz kurz. Ist richtig, jawohl. Ja. 1000 Euro für beide Konten. Und damit, ihr habt schon 6000. Ist gut. 6000. Okay, Team Deutschland, ihr müsst aufholen, liegt 1000 Euro zurück. Deshalb bitte jetzt die richtige Kategorien wählen, die wir dann alle spielen können. Und da hätten wir als Kategorien im Angebot Tagesschau, also aktuelle Fragen, Körper und Geist und rund um die Welt. Alles gut. Was hättet ihr gerne gehabt? Alles. Ich finde alles gut. Alles gut, das ist schön, das ist schon mal gut, Maren, das ist schon gut. Weil ich rund um die Welt am spannendsten finde, so als Thema. Ja, ne? Ja, Reisen. Auch. Es wird aber Tagesschau. Oh, oh. So, das tagesaktuelle Fragen. Was ist denn heute, was ist heute passiert? Ja, es wurde... Vielleicht dürfen wir das nicht verraten. Nein, das kommt daran noch. Sag mal, ich finde, du hast heute Morgen etwas Wunderbares im Morgenmagazin von ARD gesagt. Man überlegt ja immer, ob man irgendetwas an Donald Trump gut finden kann. Du hast gesagt, es gibt etwas Gutes an Donald Trump. Ich habe erst geschluckt, was kommt denn jetzt? Aber die Erklärung war gut. Erzähl nochmal, was ist das? Dass es diesen Women's March gegen ihn gab. Ja. Und dass alle Leute, alle Minderheiten und alle, die er verarscht und die er schlecht behandelt, dass die sich zusammengetan haben unter der Ägide, unter dem Dach der Feministinnen und diesen March hingelegt haben. Das ist einfach eine tolle Sache. Ja, der Widerstand gegen Trump hat sich formiert unter dem normalerweise würdest du jetzt frenetisch einen Applaus bekommen, nur die Leute spielen hier gerade noch ihre Fragen. Ja. Guck mal so nach unten, hören das gar nicht. Aber wir machen das mal, ja. Gut. Und die Reden. So. Die Reden vom Women's March sind wirklich cool. Die kann man im Internet gucken. Die sind sehr kurzweilig und sehr, sehr toll. Gut, gute Anregung. Wir haben mittlerweile über 80.000 Mitspieler draußen, das ist sehr gut. Und wir haben die erste Frage schon, die wir jetzt spielen können. Was führte zu der Stromknappheit, die derzeit elektrische Uhren hierzulande um bis zu 6 Minuten nachgehen lässt? Ist es der Frost in Mitteleuropa, Zahlungsmoral des Österreicher, Streitigkeiten auf dem Balkan oder Stapellauf eines Luxusliners? Was ist es? Gut, sag Silke. Streitigkeiten auf dem Balkan. Habt ihr das auch gespürt? Bei mir gehen alle Uhren falsch zurzeit. Jein, bei mir geht sie komischerweise vor. Das ist ganz merkwürdig. Das ist ganz merkwürdig. Nee, das ist... Moment, ganz kurz noch. Nicht, dass du hinterher sagst, Mensch, hat Team Deutschland auch genommen. Du bleibst dabei und gut, jetzt. Nee, dass das wieder vorgeht, das kommt, wenn sich das wieder reguliert. Denn, ohne jetzt die Antwort, aber dann gibt es sozusagen eine Überdosis und dadurch geht sie dann vor. Also meine ging aber tatsächlich nach. Ach so, und meine ging auch nach. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nach Hause komme, wird sie vorgehen. Weil ich sie richtig gestellt habe. Okay. Da frage ich mich ganz ehrlich, wenn ihr das wisst, warum habt ihr dann Frost in Mitteleuropa genommen? Ja, ich dachte, es ist Frost in Mitteleuropa. Aber Merit, du wusstest es doch. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, was die Ursache war. Ich war bei Streitigkeit auf dem Balkan. Aber dann du hast dich nicht getraut durchzusetzen. Ich war nicht überzeugt genug, um das sozusagen direkt einzuschieben. So, jetzt habe ich den Salat. Aber zum Glück haben wir ja einen kleinen Vorsprung. Aber jetzt sind wir hinten dran. Gut. Viele elektrische Uhren nutzen tatsächlich die Frequenz im europäischen Stromnetz für die Zeitmessung. Und da gibt es wirklich Streitigkeiten. Und da war dann halt nicht die richtige Frequenz mehr vorhanden. Und deshalb gehen die Uhren dann plötzlich nach. So ist es. Und damit Team Deutschland bekommt 2000 Euro aufs Konto. Wow. Gut, nächste Frage Tagesschau. Welches Ministeramt hatte Sigmar Gabriel in einer Bundesregierung niemals inne? Umweltminister, Außenminister, Wirtschaftsminister oder Verteidigungsminister? Ihr habt ja auch den Joker, aber den nehmt ihr nicht. Ne? Das haben wir vergessen, haben wir gar nicht dran gedacht. Aber es geht doch noch weiter. Also, es geht noch lange weiter. Ich würde das noch eine Runde aufnehmen wollen. Silke sagt Verteidigungsminister. Team Deutschland sagt das auch.
Ihr sagt Umweltminister. Wir konnten uns zwischen den beiden nicht so richtig entscheiden und haben dann Umweltminister. Umwelt. Genommen. Ist ja auch fies, diese 10 Sekunden. Plötzlich musst du irgendwas machen. Auf jeden Fall, heute ist ja nun offiziell geworden, er wird keinen Ministerposten mehr in der neuen Regierung bekleiden. Er könnte ja beim HSV anheuern. Ja? Die haben ja seit heute auch niemanden mehr. Also. Außenminister 2017-18, Wirtschaftsminister 2013-17 und dann war er nochmal Minister von 2005 bis 2009, nämlich Umweltminister. Er war niemals Verteidigungsminister. So, und damit nochmal 2000 Euro für Team Deutschland. Aber super. Dürfen wir ein- oder zweimal? Zweimal buzzern. Oh Mist, dann doch. Also wenn wir das nicht mal wissen, dann wird mal jetzt gebuzzert. Okay. Letzte Frage. Warum fallen heute in Spanien hunderte Züge aus? Besuch der Queen, Streik am Weltfrauentag, landesweite Signalstörung oder Krötenwanderung? Das war nicht in der Tagesschau. Das war nicht in der Tagesschau? Nee. Doch. In der, die ich gesehen habe, ja. Komm, wir machen mal Probleme. Ja. Das war zu spät jetzt. Was? Ja, und die du? Zeit war um. Wir haben aber auch nichts eingeloggt. Wir haben aber auch nichts. Und was macht ihr jetzt? Ihr habt nicht gedrückt und damit können wir leider keine Antwort zählen. Wir haben gehupt. Ah, wir haben gehupt. Ich würde das sofort machen. Wir haben oben einen Notar sitzen. Wenn ich euch das jetzt gebe, kommt der reingelaufen. Der ist, ach so, das kommt, ja, okay. Oh. Weil ihr gegen Team Deutschland spielt. Sonst habe ich wieder 2 Millionen Briefe zu beantworten. So, okay, du hast genommen Streik am Weltfrauentag. Gut, sagt Team Deutschland auch. Mehrere spanische Gewerkschaften haben für den Weltfrauentag zu landesweiten Demonstrationen und Streiks aufgerufen. Forderungen sind eigentlich das, was völlig natürlich sein sollte, Lohnangleichung zwischen Mann und Frau. Unding, dass das immer noch nicht existiert. Und deshalb wird dort gestreikt. Und die Antwort ist richtig. Deshalb hunderte Züge sind ausgefallen. Ich hätte euch den einfach nehmen sollen. Echt. Ja. So. Schon allein, das heißt, 11.000 Euro haben wir auf dem Konto von Team Deutschland und Silke. Bei euch gute 6. Jetzt kommen die teuren Fragen. Ja, jetzt 5.000. Kommt der Hazard. Also, wenn wir jetzt was nicht wissen. Oder einfach Ruffrauen. Gestern hatten wir, da war Pierlet Barski und Dieter Kürten da. Und die haben zweimal gebuzzert und zweimal hatte das Publikum falsch geantwortet. Wirklich? Das macht ihr nicht, oder? Na, nicht freiwillig. Also guckt genau nicht. Sie gucken schon so erwartungsvoll auf. Ja, lassen Sie die Brille genau hingucken, gleich kommen die nächsten Fragen. Hier sind nämlich die Kategorie, die ich vorgebe. Ich gebe jetzt mal vor Essen und Trinken. Hatten wir lange nicht mehr. Wir spielen jetzt die Fragen zum Thema Essen und Trinken. Das ist eine gute Kategorie. Schönes, ne? Gute Kategorie. Was würdest du sagen, ist bei euch der Renner in eurem Restaurant auf der Speisekarte? Ach so, sie ist natürlich Salmone Grill, ja. Gegrilltes Lachsfilet mit Pfannengemüse. Mm. Gut. Jetzt kriege ich Hunger. So, aber wir haben auch ein gutes Catering hier, muss man mal sagen, oder nicht? Ja, war lecker. Ich habe auch was bekommen. Ich war früh genug da. Ach so. Nicht wie der Herr wir von spielen lieber. Wir hatten schon mal Gäste, die glauben, die haben nichts bekommen, aber wir haben ein super Catering, ich muss das hier mal sagen. Also, wir spielen erste Frage Essen und Trinken. Wofür ist in der deutschen Honigverordnung ein Höchstwert festgelegt? Die Klebeintensität, die elektrische Leitfähigkeit, Alkoholgehalt oder Verkaufspreis? Boah. So, ihr sagt, das Publikum muss das entscheiden. Silke sagt Klebeintensität. Ja, das kommt mir am plausibelsten vor. Team Deutschland ist sich überhaupt nicht einig. Aber die meistgegebene Antwort ist Klebeintensität. Ja, wenn der Honig nicht aus dem Glas käme, wäre ja schwierig, ne? Das stimmt. Ja. Oh, hat das Publikum auch genommen? Klebeintensität. Dann nehmen wir das. Ja. Was hättet ihr denn genommen, wenn das Publikum nicht da gewesen wäre? Ich glaube tatsächlich auch das. Klebeintensität. Also ich konnte mich zwischen Klebeintensität und Alkoholgehalt nicht so ganz, wobei ich jetzt nicht weiß, wie der Alkohol in den Honig, aber ja. Es gibt ja vieles auf der genau, Welt. Genau, Zucker. Wer sitzt auf Platz 5 und 6? Hey, du hast genommen elektrische Leitfähigkeit? Ja? Warum?
Keine Ahnung. Schade, sonst wäre ich gekommen. Wenn du Ahnung gehabt hättest, wäre ich gekommen. Hätte ich mir gerne angehört. Es ist tatsächlich so, dass natürlich Spurenelemente und Mineralien im Honig drin sind. Und die kann man nachweisen durch die Leitfähigkeit. Es wird wirklich die Leitfähigkeit geprüft. Nein. Doch. Sehr gut. Weil die Mineralien... Aber... Doch. Die Mineralien liegen überwiegend in Salzen vor und deshalb kann man das dann nachweisen durch die Leitfähigkeit. Hat aber Team Deutschland kaum genommen und hier nur 13,5%. Keine Imker unter uns. Also, vorletzte Frage für 5.000 Euro lautet, welche Suppe wird typischerweise mit Drachenkopf zubereitet? Soljanka, Gazpacho, Bouillabaisse oder Miso-Suppe? Diskussionskreise gibt es hier auf den Tribünen, das ist sehr gut. Wir müssen ein bisschen schneller spielen, deshalb Silke, du hast dich entschieden für? Für die Bouillabaisse, da ist ja so ziemlich alles drin. Warum nicht sagt auch der Team Drachen Deutschland ist? Aber nur zu 29%, 45% sagen die Miso-Suppe. Was machst du? Vorhin ging es gut mit Team Deutschland, ne? Du guckst mich jetzt so an, ich darf dir ja nichts sagen. Ach so, ich hab's vergessen. Team Deutschland oder deine Antwort? Wir haben guten Vorsprung. Ich sag, ich gehe mit Team Deutschland. Okay. Ihr nicht. Ihr habt genommen Bouillabaisse. Und ihr guckt so zufrieden. Ja. Miso ist eine Suppe mit Tofu und Algen. Und ihr habt recht. Jawohl, 5.000 Euro gibt es für Maren Treumann und Merit Becker. Und du hättest es richtig gemacht. So, damit haben wir 9-Punkte-Stand, nämlich Kontostand. 2x11.000 Euro. Sehr gut. Letzte Frage bringt die Entscheidung. Und ich möchte wissen, ein Baguette-ähnliches Weißbrot mit Salz kennt nicht nur der Süddeutsche als schwäbische Seele, badisches Herz, Pfälzer Geist oder fränkischen Körper. So, das können wir auch schnell machen. Schwäbische Seele, sagt Silke, sagt auch Team Deutschland. Sagt ihr auch. Seid froh, dass ihr den Joker nicht genommen habt, weil das Publikum nämlich fränkischen Körper sagt. Man muss es denn schon, wir sind in Hamburg, das ist weit weg. Richtig ist schwäbische Seele. Ein längliches, baguetteförmiges Brot aus Dinkelteig. Sie sind ja Schwäbinnen beide. Wir kommen ja beide aus Schwaben. So, damit haben wir etwas zum ersten Mal in dieser Staffel. Beide haben 13.500 Euro erspielt. So, das heißt fürs Finale, es darf ja immer der anfangen, der mehr Geld auf dem Konto hat. Ich hatte gleich viel auf dem Konto. Das heißt, es muss tatsächlich zum ersten Mal unser Steinchen hier entscheiden. Wer nimmt rot, wer nimmt schwarz? Ich nehme rot. Und wir nehmen schwarz. Ist gut, wenn du jetzt auch rot gesagt hättest, hätte ich ein Problem gehabt. Also rot. Okay. Es ist schwarz. Ihr dürft anfangen, jawohl. Gut. Maren Treumann und Merit Becker fangen an. Das Finale. Ach nee, Moment, ich muss ja, wer spielt denn nicht? Ich habe das ja vertraglich mir reinschreiben lassen, dass ich jetzt weggehen darf. dann mach bitte ein bisschen Platz darüber. Du wirst das wunderbar machen. So, gut. Bitte, Becker, setz dich. Maren Treumann muss. Das Finale spielen, es geht um 13.500 Euro. Los geht das Finale. Maren, fängt bitte an. Immer die Notarlampe bei der Seite. Falls irgendwas vorgesagt wird, gilt nicht, leuchtet das Ding. 60 Sekunden offene Fragen. Wenn es nicht weiß, sofort weitersagen, stopp, ja. Irgendwas. Ja? Also, die Zeit läuft jetzt. Im Kinderlied Schlaf, Kindlein, Schlaf hütet der Vater welche Tiere? Schaf. Ja. In welcher Stadt war der spätere Bundeskanzler Willy Brandt regierender Bürgermeister? Berlin. Ja. Wie lautet die Quersumme von 333?
9. Jawohl. Auf dem dürren Pferd Rosinante reitet die berühmte Romanfigur Don Quixote. Das ist richtig. Alfred Tetzlaff war die Hauptfigur welcher Fernsehserie? Ein Herz und eine Seele. Das stimmt. In welchem Land befindet man sich, wenn man in den Dolomiten wandern geht? Italien. Das stimmt. Wie wurde die legendäre Wohngemeinschaft genannt, in der Rainer Langhans und Uschi Obermeier lebten? Kommune 1. Das stimmt. Im Titellied der Zeichentrickserie Tom und Jerry heißt es: Vielen Dank für die... Weiter. Stopp, Blumen. Ah. Aber sehr gut, noch 19 Sekunden und 7 richtige Antworten. Boah. Silke ist an der Reihe. 60 Sekunden, die laufen jetzt. Welcher Komet erschien 1986 in Erdnähe und wird 2061 wieder erwartet? Halley. Ist richtig. Kombiniere ist ein berühmter Slogan des Comedy-Detektivs Nick. Oh, was los? Was war los? Ah, ich habe die falsche Frage vorgelesen. Das ist mir noch nie passiert. Wow! Aber die richtige Antwort gegeben. Wir machen Folgendes. Wir sortieren das Ganze jetzt, machen eine kurze Pause und spielen dann das Finale weiter. Und wir gucken uns genau mit dem Notar an, was ich falsch gemacht habe. Also, bis gleich. So, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Was für ein Finale. Der Pilaber liest Alba eine falsche Frage vor. Aber das hat Silke souverän gemacht. Wir haben das alles geklärt mit dem Notar. Du kriegst ein paar Sekunden mehr drauf. Nämlich, das hat gedauert, bis die Lampe geleuchtet hat. Kriegst eine neue Frage. Die erste Frage geben wir dir richtig. Deshalb steht es jetzt 1-7. Aber du hast noch 53 Sekunden. Ja? Gut. Spannend, was hier alles passiert, ne? Bei Aufzeichnung schneidet man das raus. So, pass auf. 53 Sekunden, Silke. Es geht für Team Deutschland weiter mit dieser Frage. Welcher Schlagerstar landete den Hit Hello Again? Howard Carpendale. Das stimmt. Auf welchem Fluss wird Moses nach seiner Geburt ausgesetzt? Nil. Richtig. Welche Partei stellte 1986 den ersten Bundesumweltminister? Die Grünen. Nein, stopp, die CDU. Oh. Maren ist dran, hat 7 richtige, noch 19 Sekunden. Wer als erstes 9 richtige hat, hat gewonnen. Schluck. Es geht los. An welchem Wochentag wird die ARD-Sendung Das Wort zum Sonntag normalerweise ausgestrahlt? Am Samstag. Das stimmt. Wie viele Städte in Deutschland haben mehr Einwohner als Köln? Weiter. Es sind 3. Du hast 8 richtige, noch 8 Sekunden. Silke hat 3 richtige, noch 39 Sekunden. Silke, die Hits It's My Life und Sing Hallelujah sang Dr. Alban. Richtig. Erichs Lampenladen nannte man in Ostberlin den Palast der... Weiter. Stopp, Republik. Jetzt muss ich ganz schnell lesen, weil du hast nur 8 Sekunden. Wenn das richtig ist, die Antwort, hättest du gewonnen. Wie viele Fußballspieler sind beim Anpfiff eines Bundesligaspiels auf dem Feld? 22. Das ist richtig! Ja! Ja, komm ruhig! Maren, Glückwunsch! 13.500 Euro! Ja! Dennis, Glückwunsch! Das zweite Mal überhaupt erst, dass das Promi-Team gewinnt. 13.500 Euro. Silke, komm ruhig zu uns. So, wofür? Hör mal, Silke. Wofür ist denn das Geld? Das hat Maren, weil wir haben uns geeinigt, dass wir es beides auf ihrs legen. Okay, weil Maren, wofür ist das Geld denn? Für Medica Mondiale, eine Organisation aus Köln, die sich kümmert, jetzt passend zum Weltfrauentag, um Frauen, die in Krisengebieten, in Kriegsgebieten missbraucht, verletzt, vergewaltigt werden und die überall in der Welt aktiv sind. Ich glaube, einen besseren Zweck kann man am Weltfrauentag nicht finden. 13.500 Euro und heute Abend, ganz wichtig, meine Damen und Herren, 23 Uhr. Bitte. Träumern. Ja, ich freue mich. Ja, gut. Wir sehen uns morgen wieder. Ach, es gibt sogar Blumen heute zum Weltfrauentag. Na, guck doch mal an. Silke, das ist ja was. Danke, Basti. Dankeschön, Dankeschön. Gut, meine Damen und Herren, das war's für heute. Morgen 18 Uhr sind wir wieder da. Machen Sie's gut. Bis morgen. Tschüss.